Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe es dieses Jahr zu Weihnachten leider nicht geschafft, überhaupt irgendetwas zu basteln. Weder Karten noch Verpackungen noch sonstiges. Es war einfach jobtechnisch für mich nicht möglich. Aber ich möchte mir gerne für das neue Jahr ein Junk Journal basteln. Und zwar soll das so ein bisschen als Tagebuch fungieren und halt ja Dinge, die in diesem Jahr für mich dann halt wichtig sind, die ich gern aufschreiben möchte, um sie dann irgendwann einmal wieder nachlesen zu können. Und ja, dieses Journal möchte ich ganz gern mit euch zusammen machen. Und zwar wird das so ein bisschen, ja, das soll so ein bisschen elfenhaft werden. Also ich habe mir da ein bisschen was ausgesucht, was ich gerne verwenden möchte. Und ja, ich möchte das ganz gern mit euch zusammen machen. Ich hoffe, ihr habt Interesse daran und schaut mir dabei gern über die Schulter. Wir fangen heute einfach mal mit dem Cover an. Und ich habe mir hier ein altes medizinisches Wörterbuch rausgesucht, was ich gerne als Cover nutzen möchte. Und um das zu tun, müssen wir natürlich jetzt erst einmal die alten Seiten, die hier drin sind, hier raustrennen. Und da habt ihr hier oben, ihr seht ja hier dieses Gebundene mit dem Stoff hier oben. Und da nehmt ihr euch einfach einen Cutter. Das erste Blatt, was hier vorne sozusagen mit der Deckfront verklebt ist, das blättert ihr einmal um. Und dann setzt ihr hier, bei mir sind es hier sogar die zwei, das sieht man eigentlich ganz gut, weil hier seht ihr jetzt die Naht. Dann setzt ihr hier das Cutter an und trennt das Ganze einmal raus. Und dann seht ihr schon, dass es rausfällt. Das machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Schauen wir mal, wie weit das hier. Hier ist es auch so. Sieht man eigentlich ganz gut, bis, wie gesagt, bis wohin die Nähte gehen. Wenn ihr einmal drin seid, da könnt ihr euch das gut hinnehmen. Zack. Und dann habt ihr das Ganze schon rausgetrennt. Die Seiten, wie gesagt, nicht wegwerfen. Die kann man super nutzen für sämtliche Embellishments im Album. Die würde ich jetzt zum Beispiel noch ein bisschen einfärben, weil die sind ja nun sehr, sehr weiß. Die packen wir uns erstmal beiseite. So, jetzt haben wir noch hier diese beiden Seiten. Die müssen wir natürlich auch noch raustrennen. Dazu lege ich mir jetzt hier das Lineal an. Und hoffe mal. Nee, das hat noch nicht gereicht. Jetzt. So, die Seiten nehmen wir auch raus. Es krümelt ein wenig. Und die beiden Seiten dann auch. Also wie gesagt, wenn ihr so alte Bücher mit Hardcovern habt, so wie dieses hier eins ist, werft sie nicht weg. Ihr könnt daraus super Journal-Cover gestalten. So, das Ganze war's schon. Jetzt haben wir ein schönes, hartes Cover, was wir dekorieren können. Das ist jetzt hier natürlich außen sehr kräftig von der Farbe her. Und ich möchte gerne... Moment, wo habe ich es hingelegt? Ich möchte gerne mit einem Stoff arbeiten. Und zwar, wie gesagt, soll das Ganze etwas elfig werden. Deswegen habe ich mich hier so für diesen Blätterstoff entschieden. Das ist ein Stoff aus dem Action. Aus diesen Sets, die es gibt. Und ihr seht schon, wenn ich den jetzt hier drauf packen würde, würde man das natürlich hier alles durchsehen. Deshalb behandeln wir das Cover einfach ein bisschen vor. Und ich würde das Ganze ein bisschen mit Gesso weiß machen und das Ganze dann trocknen lassen, bevor wir dann natürlich weiterarbeiten. Ich hole mir mal hier eine
eine Unterlage, damit ich mir hier nicht meine ganze Platte versaue. Und dann brauchen wir noch einen Pinsel. Und dann brauchen wir hier noch, ich mache mir das jetzt hier einfach mal in so eine Mischpalette. Ein bisschen schütteln. Okay. Und dann male ich mir das Ganze hier erstmal ein bisschen an. Das ist eine super, wenn ihr jetzt kein Gesso habt, könntet ihr zum Beispiel auch ganz normale weiße Acrylfarbe nutzen. Die hat man ja vielleicht eher mal da, gerade wenn man so ein bisschen malt. Ich glaube, hier muss ich wahrscheinlich sogar zweimal drüber, weil das ist doch schon relativ dunkel. Und das Gesso ist jetzt nicht so hochdeckend, da würdet ihr wahrscheinlich mit einer Acrylfarbe wirklich sogar besser fahren. Aber nun gut, ich lasse es erst einmal durchtrocknen. Ich zeige es euch dann mal, wie es aussieht, wenn es einmal getrocknet ist. Aber ich sehe schon, also da muss ich auf jeden Fall zweimal drüber. Das wird sonst nichts. Das Gesso ist auch aus dem Action. Also da kriegt man wirklich alles. Und das eignet sich natürlich super für sowas. Da das Cover ja dieses Mal sehr dick ist von der Struktur her, kann ich hier natürlich nicht mit der Nähmaschine und dem Stoff arbeiten. Deshalb werde ich den Stoff dann aufkleben. Das zeige ich euch aber alles dann, wenn es soweit ist. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Da nehme ich auch nicht irgendwelche speziellen Kleber. Manche haben ja so einen Modge-Podge oder so einen richtigen Junk-Journal-Kleber. Die sind auch richtig gut. Habe ich jetzt aber nicht zur Hand. Deshalb wird es bei mir der einfache Bastelkleber werden, der das aber genauso tut. Okay, so. Dann habe ich hier mein Wassergläschen. Und das Ganze auswaschen mit dem Pinsel. Weil dann kann ich mit euch nämlich schon mal anfangen, die Deko für das Journal zu gestalten. Und zwar soll ja, wenn der Stoff hier drauf ist, habe ich mir noch was Hübsches überlegt. Wenn ich da jetzt dran komme. Jawohl. Und zwar möchte ich so gerne diese süße Elfentür verarbeiten. Die habe ich irgendwann mal beim Teddy gekauft. Und ich finde die ja so goldig. Und die möchte ich ganz gern hier vorne als Cover machen. Oder auf das Cover machen. Und das Ganze dann noch ein bisschen dekorieren. Ich habe hier noch ein bisschen Moos. Das ist auch aus dem Action. Das möchte ich hier alles noch ein bisschen mit drauf bringen. Und das könnten wir jetzt schon mal gestalten, weil das ist ja jetzt so Naturholz, es soll natürlich ein bisschen alt aussehen. Deshalb lege ich das einfach mal hier beiseite zum Trocknen. Ich habe ja Gott sei Dank noch so eine Matte. Und dann habe ich mir hier schon so eine braune Wandfarbe hingelegt. Die nehme ich jetzt einfach mal. Und mache es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ein bisschen sehr viel. Alles klar, ihr seht. Ja, also so sollte das Ganze natürlich nicht aussehen. Gott sei Dank haben wir hier eine Unterlage. Mal hier ein bisschen. Oh, ja. Okay, wir haben ja noch ein paar Fächer mehr. Also ich möchte die Farbe natürlich etwas verdünnen, denn die ist mir eigentlich viel zu dunkel. Also das soll ja nur so ein wenig angestrichen aussehen. Und bevor wir das machen, würde ich das Ganze jetzt auch erst einmal
zusammenkleben. Das mache ich einfach mit so einem Alleskleber, der ist hier auch vom Action. Weil der kommt, das kommt hier natürlich alles so in Einzelteilen. So, dann das kleine niedliche Fenster. Und die süße Klinke, die ist ja wirklich sehr süß. So, dann habe ich hier noch so einen hübschen Pilz. Den würde ich natürlich auch gerne ein bisschen rötlich gestalten. Da muss ich mal schauen, dass ich noch rote Farbe finde. Also den ist ja ein Fliegenpilz. Das heißt, die Pünktchen, die mache ich weiß. Und die Kappe des Pilzes werde ich dann rot machen. Das mache ich aber dann mal allein. Da müsst ihr mir jetzt nicht über die Schulter schauen. Ich möchte euch jetzt einfach mal hier noch zeigen, wie wir diese Tür ein bisschen mal gucken. Ich kann mir ja mal ein bisschen Gesso nehmen. Dann wird es ein bisschen heller. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Mal gucken, ob das so klappt. Auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser. Mal gucken. Es ist sehr, sehr dunkel. Gefällt mir jetzt nicht so, dann mache ich es anders. Ich mache nur die Akzente, das heißt, ich werde nur den Rahmen, die kleine Klinke und den kleinen Fensterrahmen so anmalen. Ja, jetzt mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Ohne drüber zu malen. Klebt hier der Kleber noch nicht richtig? Aber es zieht ein bisschen ein, weil das ist ja so unbehandeltes Holz. Ich glaube, das muss ich anschließend noch mal festkleben. Ich hätte mal warten sollen, bis der Kleber ein bisschen angezogen hat, aber gut. Außerdem können wir das Ganze ja auch noch ein bisschen mit Moos dekorieren, dass die Tür noch etwas älter aussieht. So, jetzt habe ich hier so viel braune Farbe. Na gut, aber so sieht das doch schon mal ganz nett aus, finde ich. Okay,
dann lassen wir das Ganze jetzt auch erstmal trocknen. Ich werde erstmal meine völlig versaute, meine völlig versaute Farbpalette hier wieder säubern. Und lasse das alles ein bisschen trocknen. Mal sehen, ob ich das jetzt hier noch ein bisschen. Denn ich muss ich das nochmal anschließend festkleben. Wie gesagt, das Pilzchen, das werde ich mir dann noch rot machen. Vielleicht mache ich das auch nur mit einem Filzstift, weil mit den Punkten, das wird etwas schwierig werden, denke ich. Das Schildchen, das werde ich so lassen und hier dann mit an die Seite kleben. Mal schauen, wie es auf dem Cover dann wirkt. Das machen wir dann natürlich alles zusammen. Ich lasse jetzt erst einmal alles trocknen und dann melde ich mich bei euch wieder und dann geht es weiter. Und da bin ich wieder zurück mit meiner sauberen Mischpalette, mit meiner riesen Schweinerei, die ich hier gemacht habe. Und ihr seht schon, das Gesso ist jetzt getrocknet und ihr seht natürlich auch, dass es nicht gedeckt hat richtig. Das heißt, wir werden da jetzt auf jeden Fall noch ein zweites Mal rübergehen. Und ich habe aber in der Zwischenzeit ist hier auch das Türchen getrocknet, was ich angemalt hatte. Ihr seht, es ist so ein bisschen ja doch noch durchgeschienen, so wie ich es eigentlich wollte. Aber ich habe mir jetzt überlegt, ich werde mir ein bisschen Schleifpapier nehmen und das Ganze hier so ein bisschen anrauen, dass das noch ein bisschen ja abgenutzter und alt ausschaut. Und dann habe ich hier diesen kleinen Fliegenpilz, das hatte ich euch ja gesagt, das habe ich einfach mit einem roten Stift angemalt und das werde ich dann auch noch mit vorne anbringen. So, jetzt kommt hier aber noch mal eine zweite Schicht Gesso drauf. Jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen anders. Jetzt tun wir das gleich mal hier drauf, ohne die Mischpalette dazu zu benutzen. Und jetzt seht ihr auch schon beim zweiten Anstrich deckt das Ganze viel besser. Jawohl. So soll das dann aussehen. Also ich mache das jetzt auf jeden Fall nochmal hier drüber. Eine zweite Schicht, lasse das Ganze wieder trocknen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder, um dann das Cover von außen mit dem Stoff zu gestalten und auch alles andere an Deko da anzubringen. Ich schaue mal, was ich hier noch so finden kann in meinem ganzen Sammelsurium, was da noch vielleicht ganz gut zu passen könnte. Also wie gesagt, ich mache das Ganze mal fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder zurück und ihr seht, das Ganze ist jetzt gut getrocknet. Jetzt werden wir das Ganze gleich mit Stoff beziehen. Bevor wir das allerdings tun, oh, jetzt habe ich hier ganz schön viel Gesso, sehe ich gerade, aber es macht nichts. Möchte ich hier innen drin ganz gerne das noch ein bisschen verkleiden. Und dazu nehme ich mir mein Paketband. Das gab's, das oder es gibt es immer noch beim Action. Da schwöre ich ja drauf, weil da kann man das Ganze jetzt hier ganz gut ein bisschen verkleben. Schon mal ein bisschen die Übergänge. Damit es dann nachher nicht so einen hohen Abstand gibt. Und das Ganze ein bisschen dicker ist. So, das schneiden wir hier auch noch ab. Muss nicht so akkurat sein. Mir geht es nur darum, dass die Pappe hier innen ein bisschen verklebt ist. So, dann fangen wir an mit unserem Cover außen. Und zwar habe ich ja gesagt, ich möchte diesen Stoff hier gerne nutzen. Und ihr seht schon, jetzt wenn man den drauflegt, sieht man da nichts mehr durch. Jetzt würde ich mir den mal so ein bisschen grob zuschneiden, weil das ist ja viel zu viel Stoff. Das mache ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen oben drüber, ein bisschen unten drüber. Also ich würde sagen, einmal hier so. Z.
Zack. Können wir noch ein zweites Cover mitmachen? So. Dann legen wir das Ganze noch so an und schneiden das hier auch noch weg. So. So gefällt mir das gut. Jetzt würde ich das Ganze in Etappen bekleben. Sprich, ich fange einfach mal an. Ich habe mir hier ein bisschen Bastel oder eine ganze Menge Bastelkleber angerührt, wie ihr seht. Den habe ich mit Wasser verdünnt. Und den trage ich jetzt hier einfach mal auf den Buchrücken auf. Und dann werden wir gleich die erste Partie Stoff dort ankleben. Besser ist, ihr macht das so etappenweise, als wenn ihr den ganzen Buchrücken einstreicht und das dann aufklebt, dann kriegt ihr das nicht so schön glatt hin, als wenn ihr das so einzeln macht. Habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht. Es gibt vielleicht auch jemanden, der kann das mit einem Rutsch. Ich kann das nicht. Ich mache das lieber so ein bisschen etappenweise. So. Okay. Dann legen wir uns den Stoff hier mal auf. Und streichen das Ganze schön glatt. Dann natürlich auch ein bisschen Klebstoff an den Fingern. Das bleibt natürlich nicht aus. Dann klappen wir das Ganze einmal in die andere Richtung. Jetzt halte ich mir das ein bisschen fest, weil ich will ja nicht, dass das Äußere mit dem Inneren hier zusammenklebt. Dann setzen wir mal den Buchrücken. Und da muss das Ganze natürlich wieder erst einmal ordentlich durchtrocknen, bevor wir weitermachen können. Aber ihr seht schon, wenn ihr das jetzt hier nämlich schön anstreicht, dann gehen auch die ganzen Falten raus. So, vor allem hier in die Rille, da muss ordentlich Leim rein, weil der Stoff das ja natürlich auch aufsaugt. Aber wie gesagt, es geht mit so ganz normalem wasserlöslichen Bastelleim oder Bastelkleber ganz gut. Das ist natürlich auch praktisch, wenn ihr den dann ein bisschen verdünnen könnt, weil wenn der so, ich habe so eine ganz große Flasche, die habe ich mal bei, ich glaube, Ideen mit Herz habe ich die gekauft. Und da fülle ich mir halt immer was ab in so ein Schraubbecherchen, den ich hier habe. Da trocknet der auch nicht fest, sondern bleibt schön flüssig. Und da könnt ihr dann wunderbar mitarbeiten. So, jetzt haben wir alles. Jetzt streichen wir das schön glatt. Nehmen den Leim mal beiseite. Schiebe ich mir das mal alles ein bisschen mittig. Und dann lasse ich das Ganze, wie gesagt, schön trocknen. Und wenn das dann schön ausgehärtet ist und ausgetrocknet oder angetrocknet ist, dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, da bin ich wieder zurück mit meinem ausgetrockneten Cover. Ich habe es innen jetzt auch schon einmal angeklebt und wieder trocknen lassen, damit das Ganze ein bisschen vorangeht. Sonst brauchen wir hier ewige Unterbrechungen, damit immer alles trocknet. Und jetzt möchte ich mit euch natürlich das Außen noch ein wenig ja, auf alt und auf Junk gestalten, denn es ist ja ein Junk Journal und das sieht mir jetzt hier alles noch ein bisschen zu schön und zu neu aus. Deshalb habe ich mir hier so einen löslichen Kaffee und ein bisschen Wasser und da mache ich mir jetzt hier einfach ein bisschen ja, Kaffeewasser, um das Ganze hier noch ein bisschen einzufärben.
reicht hier so ein Löffelchen einfach in ein bisschen Wasser. Und dann geht das los. Und zwar habe ich mir überlegt, einerseits einfach so ein paar Spritzer da drauf zu machen. Dann habe ich mir hier so ein Schnapsglas geholt. Da will ich einfach so ein paar Glasabdrücke mich mal dran versuchen. Dann so mit dem Pinsel so ein bisschen drauf träufeln. Ich gucke einfach mal. Ich habe mir überlegt, ich probiere das erstmal an einem Stück Papier am besten aus, bevor ich mir jetzt hier mein Journal versaue. Nehme ich hier einfach mal ein Stück Papier. Ich tauche hier mal das Glas ein. Aber das gefällt mir ganz gut. Bisschen abtropfen. Dann macht das auch gleich so ein bisschen Spritzer. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich muss mir bloß mal schnell noch ein Tuch holen, damit ich das Ganze dann auch wieder abtrocknen kann. So, da bin ich wieder. Jetzt machen wir das Ganze hier mal sauber. Und dann schauen wir mal, wie das so hier auf unserem einfach so ein bisschen unwillkürlich. Ihr seht schon, es wirkt jetzt hier zum Beispiel auch ein bisschen heller. Ups. Auf den Buchrücken mache ich jetzt nichts drauf, weil der wird eh noch anders verziert. Oh, jetzt habe ich ein bisschen viel. Das ist nicht so schlimm, weil da kommt eh gleich das Türchen drüber. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass das so doll hier. Kann man hier mal noch ein bisschen abtupfen. Das geht auch. Okay. Dann machen wir mal noch ein paar Spritzerchen. Also die Rückseite gefällt mir ganz gut, die Front gefällt mir nicht ganz so. Aber wie gesagt, das ist nicht so wild, denn hier kommt ja sowieso unsere Tür drauf. Da sieht man das Ganze dann eh nicht mehr so. Und ich mache das auch noch gleich ein bisschen mit den Rändern. Ich würde sagen, das reicht auch schon. Das Kaffeewasser, was jetzt hier noch über ist, das verbrauche ich natürlich noch. Da färbe ich mir gleich noch einfach ein bisschen Papier mit ein. Jetzt habe ich das hier schon einmal zu stehen. Das mache ich aber später. Ich stelle es erstmal beiseite. Damit es mir nicht im Weg steht. Und vor allem jetzt hier nicht noch irgendein Malheur passiert. So, dann nehme ich mir hier wieder mein Stempelkissen und mein Schwämmchen. Das können wir mal auch noch machen, dass wir hier wieder so ein bisschen, aber ich glaube, da nehme ich mal mein anderes, mein Distress. Das habe ich mir nämlich neu gekauft, noch gar nicht benutzt. Dann nehme ich mir dazu, wenn ich es jetzt finde, ja, Vorbereitung ist alles. Ja, wo habe ich jetzt
Wo habe ich es jetzt hingetan? Ja, da unten sind nur diese Fingerdinger, oder? Ah, da. Dann nehme ich mir jetzt einfach den. Der ist zwar das auch geht. Ja. Alles klar. Denn ich will den schon behalten und den hierfür nutzen. Und dann habe ich mir noch, bevor wir die Ränder einfärben, ich habe hier so eine hübsche Schablone. Die habe ich, glaube ich, mal aus dem Teddy. Beziehungsweise die hier habe ich, glaube ich, sogar geschenkt bekommen. Da sind so süße, ja, süße Elfen drauf. Und da dachte ich mir, das Ganze einfach mit ein bisschen Stempelfarbe hier so aufzubringen. Mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Wahrscheinlich eher nicht, weil ich schon sehe, dass das aber das geht ganz gut. Ich will mir hier nur ein bisschen die Ränder einfärben von dem Ganzen. Aber ihr wisst ja, beim Junk Journaling kann man nichts falsch machen. Also wie gesagt, immer wild drauf los arbeiten. Es ist ja wie gesagt alt, es ist Junk, es muss nicht schön aussehen. Dieses Album hier bekommt auf jeden Fall auch Alben hier so eine Ecken von mir noch. Die habe ich mir auch schon rausgesucht. Wie gesagt, das kann ich mir wahrscheinlich sogar sparen, weil ich, wenn ich das, die Signaturen eingenäht habe, wird das Ganze wahrscheinlich eh noch mal ein bisschen überklebt mit einer Spitze, aber das weiß ich noch nicht. Das entsteht erst wieder beim Entstehen des Albums. Aber das gefällt mir schon mal gut. So, jetzt probiere ich das einfach mal aus. Ich nehme jetzt einfach mal hier die Elfe und versuche mal, sieht doch klasse aus. So, dann nehmen wir hier noch die Flinde. Die finde ich nämlich auch ganz hübsch. Sehr gut. Reicht das oder mache ich da noch eine? Ich mache da noch das Pendant dazu, hier hin. Ja, klasse. Das finde ich sehr schön. Und jetzt, ja, das gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, vorn ja, ist das relativ überflüssig, weil da ja fast alles durch die Tür versteckt wird. Das haben wir schon mal fertig. Das müssen wir gleich dann sauber machen. Aber wie gesagt, das gefällt mir schon mal richtig gut. Jetzt gucke ich mal, ob ich von diesen Schablonen noch was anderes finde. Ich habe ja davon so einige. Gerade aus dem vom schönen Action. Da gibt es ja so ganz, ganz viele. Vielleicht finde ich ja da noch etwas. Ich habe hier nämlich was mit Bäumen.
Guck mal, ich glaube, das wurde ein bisschen viel. Aber hier habe ich noch zum Beispiel was so mit Blüten. Das sind Tiere. Das sind solche riesige Ornamente. Das passt alles nicht. Nee, also die passen schon mal alle nicht. Aber ich könnte hier vielleicht noch ein paar von den Blättern nehmen. Das muss ich mir erstmal kurz das Passende raussuchen. Ich glaube, die sind ein bisschen sehr groß, die Blätter. Ich habe gedacht, die wären etwas kleiner. Jetzt hier so ein riesen Gingoblatt, das sieht ja ein bisschen dämlich aus. Aber hier mal so ein bisschen Eichenlaub. Machen wir da jetzt noch ein bisschen Eichenlaub. Oder ich mache hier einfach bin etwas unentschlossen. Dieses Riesenblütending, aber das sieht doch ganz. Ich lasse das so. Weniger ist oftmals mehr. Habe ich mir mal so sagen lassen. Okay, weiter geht's im Takt. Wie gesagt, die Tür ist relativ dunkel geworden. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mir einfach ein bisschen Schleifpapier nehme und das so ein bisschen anraue, damit das Ganze ein bisschen freundlicher bzw. noch so ein bisschen abgenutzter aussieht. Da hole ich mir mal schnell ein Stück Schleifpapier, was ich natürlich wie immer vergessen habe. Und dann machen wir das Ganze mal gleich einmal zusammen. Ich bin gleich wieder da. So, also ein Schleifpapier habe ich jetzt nicht gefunden, aber mein Mann hat so eine schöne Feilen und damit geht das Ganze auch. Ich habe schon mal ein bisschen getestet. Also ich werde jetzt hier so ein bisschen an den Rändern einfach, dass das halt ein bisschen, ja wie gesagt, das ist ja ein altes Elfenhäuschen und da wohnt eine ältere Elfin drin und da kann das Ganze natürlich nicht mehr so schön hier aussehen, sondern ein bisschen verbrauchter. Da lassen wir jetzt hier so ein bisschen an den Rändern die Farbe wieder ab. Geht das hier auf mein... Na, ist nicht so schlimm. So ein bisschen drumherum. Sieht das Ganze doch schon mal. Dann hier habe ich so besonders dick um hier aufgetragen anscheinend. Da schabt die Tür halt besonders dran. Und so gefällt mir das ganz gut. Und dann hatte ich überlegt, hier drin einfach nochmal mit dem Distress, weil das ist ja jetzt hier natürlich auch sehr hell, das Holz. Da machen wir uns jetzt einfach noch ein bisschen Akzente hin. Auch mit dem Hellen kann man da nochmal ein bisschen arbeiten.
Und schon sieht die ganze Tür ein bisschen schuch, ein bisschen abgenutzt aus. So gefällt mir das gut. So, dann hatte ich ja dieses A Fairy Lives Here. Das war ja eigentlich ein Schildchen mit Stiel dran. Den Stiel habe ich abgeknipst, denn ich habe hier diese wunderschönen Schilder, Embellishments nenne ich sie jetzt einfach mal. Und da habe ich jetzt auch so lange mit dieser Feile dran rumgearbeitet, dass das hier in dieses Schildchen so hinten einigermaßen reinpasst. Denn da gibt es natürlich auch Schräubchen zu. Die habe ich mir hier schon hingelegt, denn ich möchte das Ganze einfach hier oben an dieser Tür mit befestigen. Und da habe ich mir das so gedacht, dass ich das, wie gesagt, hier reinklemme. Ich habe das jetzt wirklich so haarscharf geschliffen, dass das so gerade passt. Und hier habe ich, wie gesagt, die Schräubchen. Dann hole ich mir jetzt mal gleich zwei draus. Da habe ich mir mal so ein ganz großes Paket gekauft, natürlich beim großen A. Wo sonst? Da kriegt man ja so wunderschöne Sachen. Wie auch zeige ich euch schon, was ich so an Zubehör rausgesucht habe. Jetzt muss man das Ganze noch festschrauben. Ich habe mir hier schon mal Schraubendreher geholt. Ich muss bloß mal schauen. Ich denke mal, der kleine, genau. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich das mal ein bisschen zu mir ziehen, damit das auch einigermaßen gerade wird. Da ein bisschen Druck aufwenden, aber das geht, das ist Weichholz. Wenn nicht, lasst euch von euren Männern helfen oder ihr nehmt halt einen Akkuschrauber, aber ich denke mal, dafür ist es schon fast zu filigran. Es ist natürlich auch dafür gedacht, um das Ganze auf so Buchfronten drauf zu schrauben. Aber bei mir bietet sich das jetzt hier natürlich super an mit dem Holz. Deswegen habe ich gedacht, das passt doch richtig gut. Und das kommt auch noch nicht mal hinten durch. So, sehr schön. Doch, jetzt kommt es ein bisschen hinten durch, aber das macht ja nichts. Die Tür wird ja dann hier vorne angeklebt. Dann habe ich mir hier natürlich schon mal Moos rausgesucht, was ich so ein bisschen hier unten an der Tür noch hinmachen möchte. Und ich habe schon gesehen, es ist halt sehr saftig grün. Ist aber nicht so schlimm, das werde ich dann einfach auch noch ein bisschen mal gucken, ob das Ganze so geht, wie ich mir das denke. Ob ich das hier so ein bisschen anfärben kann. Ja, das funktioniert. Gut, also erstmal klebe ich es natürlich auf und dann würde ich das Ganze auch ein bisschen nochmal mit Distress Oxide einfärben oder ihr könnt es auch, vielleicht kann man es auch ein bisschen mit Kaffee färben. Wäre ja auch eine Möglichkeit, dann muss es aber erstmal wieder trocknen. Aber das geht auch. Also man kann, ja, das mache ich dann im Nachhinein. Also ihr seht, es entstehen tausende Ideen, wenn man erst einmal hier am Wirtschaften ist und am Probieren. Und ich sage es immer wieder, probiert euch einfach aus. Ihr seht, man kann nichts falsch machen. Man kann immer wieder ein bisschen was korrigieren. Ihr seht mit diesen Wasser- oder beziehungsweise Kaffeeflecken, was ja hier nicht so toll geworden ist, aber dadurch, dass dann die Tür da drauf ist, wirkt das wieder ganz anders und die eingefärbten Ränder. Wie gesagt, also ich möchte jetzt dieses Moos hier unten anbringen oder ankleben. Ich muss nur mal schauen, wie ich das hier am sinnvollsten mache. Also erstmal das. Und dann das.
Und da möchte ich nämlich hier gern noch den kleinen Pilz. Den bringe ich als erstes an. Den wollte ich hier so an die Ecke der Tür kleben. Und dazu nehme ich jetzt einfach hier wieder meinen Alleskleber vom Action. Der ist wirklich, der macht seinem Namen alle Ehre und klebt wirklich alles. Ihr könnt auch eine Heißklebepistole nehmen. Bin ich immer nicht so der Freund von, habe ich immer nicht so die guten Erfahrungen mit. Deshalb nehme ich immer lieber den Alleskleber. So, das Pilzchen klebt schon mal. Jetzt kommt hier das Moos hin. Da würde ich auch einfach hier so punktuell auf die Tür was aufbringen und das Ganze hier versuchen. Zu fixieren. Und dann müssen wir das Ganze natürlich auch erstmal wieder, wie immer, trocknen lassen. Der Alleskleber, der klebt natürlich auch alles wie die Haut. Ich würde jetzt die Tür dann, wie gesagt, trocknen lassen. Als Verschluss habe ich mir auch überlegt, möchte ich hier gerne so einen Haken nutzen. So ein Hakenverschluss. Da kommt dann das zweite Teil. Das mache ich dann an den Verschluss bzw. an die Banderole, die dann das Ganze hier verschließen soll, dran. Ich versuche euch das mal jetzt zu zeigen. Am besten mache ich es mit der Hand. Also normalerweise wäre ja zu so. Und wenn man es dann eben öffnet, dann hebelt man das hier nach oben, ne, und dann fällt das raus sozusagen. Ich würde das so, wenn ich die Tür hier aufgebracht habe, so parallel zur Klinke sozusagen anbringen und dieses Teil dann halt auf den Verschluss, der dann noch kommt. Der wird dann hinten befestigt, umschließt das Ganze und wird dann, wie gesagt, so eingeklemmt. Dieses Stück hier muss natürlich auch wieder geschraubt werden. Deswegen ist es ganz praktisch, wie gesagt, dass wir hier den Holzrahmen haben. Da werde ich das Ganze dann hier auch aufschrauben. Dann habe ich noch so eine Anstecknadel. Die ist Asbach uralt gefunden. Das ist natürlich eine super, super schöne Libelle. Ich überlege, die könnte man vielleicht auf die Rückseite tun. Ich könnte hier natürlich auch einfach ein paar, ich habe ja hier noch so ein Laubblätter, die ich mir hier schon rausgesucht habe. Die könnte man auch mit hier aufkleben. Da möchte ich hier oben noch ein bisschen was hinmachen vielleicht. Oder ich lasse einfach die Tür hier vorne, lasse das Ganze ein bisschen wirken und mache die Blätter eher so hier hinten hin. Das finde ich auch nicht schlecht. Das Ganze hier so ein bisschen aufbringe. Ja. Das gefällt mir auch ganz gut. Entweder mache ich hier nur so zwei Laubblätter einfach so hin und setze die Libelle da vielleicht drauf. Ne, die Libelle ist mir hier zu viel. Die Libelle machen wir irgendwo ins Album auf jeden Fall. Aber ich könnte ja auf jeden Fall hier die Blätter ankleben. Das machen wir. Ich klebe jetzt hier hinten einfach mal. Wie gesagt, da reicht hier so ein bisschen. Die sind so aus Stoff. Natürlich auch von Action. Woher sonst? Bei Action findet man immer irgendetwas. Ich hatte ja jetzt vor kurzem auch erst Geburtstag im Dezember und meine liebe Freundin hat mir da natürlich auch wieder einen Gutschein für den
Actionmarkt besorgt, weil sie halt weiß, dass ich so gerne werkle. Und da habe ich mich ganz doll drüber gefreut. Ich muss hier irgendwie noch was in die Mitte setzen. Irgendwie gefällt mir das noch nicht so. Ich weiß bloß noch nicht was. Aber da kommt mir. Vielleicht fällt mir ja da noch was ein. Auf alle Fälle möchte ich das Ganze noch ein wenig distressen. Weil das Laub ist mir einfach ein bisschen zu grün, zu frisch, sagen wir es mal so. Aber das kriegen wir ja hin. So, und schon vergleichen wir mal vorher, nachher sieht das Ganze doch schon sehr viel besser aus. Das lassen wir mal hier liegen, das werden wir bestimmt noch mal brauchen. So, das haben wir. Ich habe mir auch hier hinten überlegt, vielleicht noch so ein Dingel-Dangel da ran zu machen. Ich habe mir hier schon mal so einen Ring. Mir fehlt jetzt gerade der Name dazu, aber es ist ja egal. Ihr wisst ja bestimmt, was ich meine. Rausgelegt, dachte ich mir, den hier hinten dran zu machen. Auf jeden Fall. Egal, ob ich jetzt was dranhänge oder nicht, aber ich habe ihn schon mal dran. Ich kann da zur Not was anbaumeln. Vielleicht kommt dann da auch eher so die Libelle mit zum Einsatz. Das muss ich mir noch überlegen. Denn ich möchte ja, wie gesagt, den Buchrücken, wenn ich hier genäht habe, sieht man ja hier wieder die Fäden. Ich hatte mir erst überlegt, ich habe ja hier noch diese Holzstäbe, sage ich jetzt mal. Und ich dachte mir, dass man da vielleicht durchfädeln kann. Geht leider nicht. Die haben nämlich zwar Löcher, aber eben so fein, dass da weder Nadel noch Faden durchgehen würde. Deshalb habe ich gedacht, okay, dann nähst du es halt. Man kann ja auch versteckte Bindungen oder Nähte machen. Bin ich nicht so geübt drin. Ich möchte schon direkt am Buchrücken annähen. Und deshalb habe ich mir überlegt, wenn das dann fertig ist, das Ganze zu verdecken. Und da habe ich hier ganz tolle, ich hole es mal schnell raus. Ich habe ja hier so viele Spitzenbänder. Zum Beispiel sowas hier, das würde auch von den Blättern her ganz toll passen. Das ist auch mal alles aus dem Action. Hier habe ich noch was, das ist ein bisschen brauner, das finde ich gräulicher, das finde ich noch ganz gut. Das ist mir rosa-weiß. Das gefällt mir nicht so gut. Oder ich habe vielleicht sogar noch ein Stück Spitzentischdecke, Rest irgendwo. Oder ich habe hier auch so ein schönes dunkles Grün als Satin. Das würde auch ganz gut passen. Also da muss ich mir mal, ich glaube, das ist mir zu grau. Ich denke, ich würde das nehmen. Ich lege das mal kurz beiseite. Ich packe das mal kurz aus. Kann man nämlich auch einfach doppelt nehmen. Also ich sage mal, das einmal so machen. Doch, das finde ich toll. Das würde ich jetzt zum Beispiel noch mit Kaffee färben. Dafür kann ich jetzt nämlich auch die Pfütze, die ich da noch habe, nehmen. Ich würde das Ganze natürlich, hier seht ihr schon, hat so einen dollen Knick. Das würde ich dann abschneiden. Aber ich würde das Ganze hier so mittig und dann einfach nochmal als Pendant daneben setzen. Schere. Also das Stück hier schneiden wir mal weg. So. Dann muss ich das Ganze natürlich auch nach innen umklappen. Sprich, ich schneide mir das jetzt einfach mal schon zu. Und ich lege das mal in Kaffee. Mal sehen, was passiert. Aber ich schneide mir das Ganze gleich noch ein zweites Mal zu. Damit das auch gleichmäßig ist. Das ist so ein bisschen, das ist kein Stoff direkt. Das ist eher so, ja, das fühlt sich so ein bisschen wachsig an, wie so eine Wachstischdecke.
sag ich mal. So, dann haben wir das nämlich doppelt. Dann kann man das nämlich hier vielleicht auf dieser Naht auch zusammenkleben. Also die Tür, wie gesagt, die klebe ich als allerletztes an, weil ich noch nicht weiß, in welcher Höhe und in welcher Position das Ganze hier so hinhauen soll. Vielleicht mache ich auch die Naht weg. Ha, also ist ja noch viel besser. Das ist jetzt der Vorteil, weil es halt keine Spitze ist. Das kann halt nicht ausfransen. Aber das ist mir einfach zu breit. Und deshalb schneide ich das Ganze jetzt einfach weg. Mal gucken, vielleicht kann man das noch gebrauchen. Ich bin ja so ein Typ. Genau, das Ganze mit der anderen Seite auch. Also ihr seht, es wird ein sehr langes Video. Wem das zu langweilig wird, der soll ruhig vorspulen. Ich kann das gut verstehen, aber man ist halt in diesem Findungsprozess immer etwas gefangen. So, jetzt gucke ich mal, dass ich das so ein bisschen versetzt mache. Das sieht doch gut aus. Das gefällt mir richtig gut. Ich lege das jetzt in Kaffee ein. Ich zeige euch dann das Ergebnis, weil das muss ein bisschen liegen, weil wie gesagt, es ist weder Stoff noch Papier. Ich weiß nicht, wie es reagiert auf Kaffee. Aber ich lege das jetzt hier einfach mal ein in die Schale. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich lasse das einfach mal so ein paar... Saugen tut sich schon mal. Man hört es, aber ich befürchte, dass es sich nicht wirklich färben wird, weil es, wie gesagt, so eine wachsige Schicht hat. Aber mal schauen. Mal schauen. Ich lasse es einfach mal, wie gesagt, hier drin liegen. Und schau mal, was passiert. Kaffee ist ja auch so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern manchmal auch sehr säurehaltig. Deshalb kann es gut sein, dass es doch etwas zumindest die Farbe annimmt. Ich bin mal ganz optimistisch. Wir warten einfach mal, was passiert. Aber dann habe ich wenigstens diesen Buchrücken dann verdeckt. Wenn ich da gleich dann die Fäden sichtbar habe, muss ich auch erstmal sehen, was ich da für Garn nehmen werde. Am besten was Helles. Genau, wahrscheinlich hier sowas ganz Weißes, was man dann auch nicht so sehr sehen kann. Ich gucke mal. Also wir machen das ja, wie gesagt, peu à peu, keine Hektik. Aber ich finde, das sieht schon mal ganz gut aus. Und ich würde jetzt auch schon mal diesen Verschluss hier annähen. Da brauche ich noch die Schräubchen zu. Die sind hier drin. Ist auch eine ganz große, bunte Tüte, die ich natürlich auch, wie sollte es anders sein, beim lieben A bestellt habe. Jetzt ist das natürlich so. Bei dem anderen ist es besser, weil da... sind die Schräubchen extra. Hier sind sie einfach mit in die Tüte geschmissen, aber ich habe zwei. So. Ups, jetzt kommen hier sogar drei. Okay. Machen wir auch zu. Und dann schraube ich das Ganze nämlich schon einfach mal an. Ich überlege, ich werde das ein bisschen versetzen. Ups, Gott, sind die klein. Das ist ja eine filigrane Geschichte hier. Muss ich mal kurz drehen. Noch ein bisschen mehr Fläche. Oha. Ja. Das ist gar nicht so einfach, weil die sind so klein, die Schrauben. Ich glaube, da kommt man mit einem kleinen Akkubohrer wahrscheinlich
Ich glaube, ich lasse das meinen Mann machen. Also das mit dem Schildchen habe ich ja noch ganz gut hingekriegt, aber das ging jetzt nicht mehr so gut. Hier, so mein Moos ist jetzt schon mal fast fest. Der Leim ist so einigermaßen getrocknet. Sprich, wir können jetzt hier auch ein bisschen wild drauf losfärben. Ich habe hier noch so ein bisschen Reste dran. An meinem Distress. Damit mache ich es mir noch ein bisschen dunkler. Und dann sieht das Ganze auch ein bisschen schmutziger aus, sage ich einfach mal. Mein Pilzchen ist mir auch noch ein bisschen zu hell, aber da nehme ich nicht das Distress. Das ist mir zu dunkel dafür. Da nehme ich jetzt wiederum das Versacolor. Das ist ein bisschen hellbräunlicher. Das seht ihr ja hier auch schon am Stempelchen. Genau. Gerade unten der Stängel. So. Noch mal ein bisschen übers Moos gehen. Sehr schön. Super. Das haben wir auch. Und schon sieht das Ganze nicht mehr so. Hier muss auch noch ein bisschen. Der Fairy Lips hier ist mir auch noch ein bisschen zu hell. Sehr schön. Gut, das haben wir auch. Das Heck haben wir. Wie gesagt, da muss noch was hin. Ich weiß noch nicht was. Vielleicht noch ein bisschen Moos. Wir können ja mal hier so ein bisschen Moos drauflegen. In die Mitte. Gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn ich das jetzt da aufklebe. Das machen wir mal. Super. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Das lassen wir auch trocknen. Dann können wir das Ganze auch noch ein bisschen einfärben. Super. Ja, das war es jetzt, glaube ich, erst einmal zur Außengestaltung. Wie gesagt, ich werde dieses kleine Schloss jetzt hier außen noch anschrauben. Da hole ich mir aber einen Akkubohrer zu, weil das ist mir echt ein bisschen zu filigran. Also hier oben ging das ja noch ganz gut, aber da stelle ich mich, glaube ich, zu doof an. Oder ich muss das ohne euch machen, dann habe ich da mehr Ruhe zu. Das mache ich fertig. Dann werde ich bloß noch das Moos hier ein bisschen distressen, wenn es festklebt. Und dann ist das Cover so weit erst einmal von außen zumindest schon fertig. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann fangen wir an, es innen zu gestalten. Die Signaturen, die werde ich schon mal so ein bisschen grob zusammenstellen. Ich denke, es werden 3 werden. Ich muss mal schauen, wie breit der Buchrücken ist. Das sind 4 cm. Ich denke, es werden 3 werden. Ja, 3 Signaturen werde ich nehmen. Die werde ich schon mal, wie gesagt, grob zusammenstellen. Es soll ja so ein bisschen wie ein Tagebuch werden. Und ja, ich denke, das wird ganz gut werden. Ich kann ja mal schauen, ist das jetzt hier schon ein bisschen angetrocknet? Hier schon ein bisschen, damit ihr das noch kurz sehen könnt. So, dann haben wir das auch noch distressed gemeinsam. Dann sieht das Ganze, wenn es dann zu ist, würde das Ganze erst einmal schon so aussehen. Ich kann euch auch schon mal die Fotoecken zeigen, die ich mir hier... Fotoecken. Ich weiß nicht, was ich immer mit Fotoecken habe, weiß ich auch nicht.
die hier mit rankommen sollen. Die habe ich mir auch schon mal rausgesucht. Ich muss mal gucken, ob die hier überhaupt. Gehen die hier überhaupt drauf? Ja, die gehen sogar drauf. Die kann man eigentlich schon. Ach nee, ich muss es ja noch innen machen. Noch kann ich sie nicht festmachen, aber die kommen dann, wie gesagt, hier drauf. Da habe ich auch ganz viel verschiedene. Die sind jetzt auch wieder vom großen A. Und ja. Dazu müssen wir es aber erstmal einmal innen gestalten. Wenn das dann fertig ist, dann können wir die Buchecken auch schon anbringen. Und ich überlege, ob ich hier nicht auch noch so eine schöne Elfe irgendwo hin stemple. Vielleicht eine, die hier so oben. So eine, ja. Mal sehen, vielleicht mache ich hier oben noch zwei Elfen hin. Weiß ich noch nicht genau. Seht ihr dann aber. Ihr habt ja gesehen, wie es geht. Da brauche ich euch ja jetzt nicht nochmal zeigen, wie ich das mache. Ihr werdet das ja jetzt sehen, wenn wir zur Innengestaltung kommen, ob ich hier noch was drauf gemacht habe oder ob ich es einfach so gelassen habe. Wie gesagt, ich lasse die Spitze hier einfach noch ein bisschen in dem Kaffeewasser liegen. Schau mal, wie das Ganze sich so entwickelt. Und zeige euch das dann natürlich auch, wie das ausschaut, wenn es fertig ist. Ich habe hier, wie gesagt, von diesem Laub habe ich eine ganze Menge. Ich habe schon überlegt, ob ich das vielleicht auch so innen anbringe. So einmal drumherum. Dass das so oben ein bisschen rausschaut. Das finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Oder. Es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann auch einfach ein bisschen Mullbinde anbringen. Ja, da bin ich mir, wie gesagt, noch so ein bisschen unschlüssig. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, ich lasse jetzt alles trocknen. Ich bringe noch das Scharnier an, überlege mir, ob ich hier noch ein paar Elfen hinmache oder nicht. Und dann sehen wir uns wieder zur Innengestaltung, zum Signaturen einnähen. Und dann zeige ich natürlich auch noch, wie die Signaturen aussehen, was ich da so reingepackt habe. Und dann sehen wir uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.